mal so schön. Und hier nochmal. Ja. Und noch eins weiter aus. Herr Waldner? Okay, vermisst du mir jetzt wieder. Sehr schön, sehr schön. Danke. Von unserem Landesherrn, von unserem bayerischen Ministerpräsident, vom Freistaat Bayern, auf den wir ja alle sehr stolz sind, für den wir uns gerne stark machen, gerne unsere sportlichen Leistungen bringen. Und deshalb ist das eine ganz nette Sache. Nee, das ist nicht so einfach. Also ich war auch traurig, als das dann vorbei war. Es ist eine Erleichterung. Ich meine, ich habe da so verschiedene Stufen durch. Also das ist bei mir etwas anders, weil ich natürlich glücklicherweise als Eiskunstläuferin dann im Showgeschäft weiter gemacht habe und doch 20 Jahre sozusagen rangehangen habe, im Gegensatz zu Magdalena. Aber da ging es ja dann nicht mehr um Medaillen, sondern auf der Bühne stehen und den Sport für die Kunst umsetzen. Aber so oder so, wenn man etwas aus voller Leidenschaft betrieben hat, dann ist immer ein Stück Sehnsucht, wird immer da sein. Auch wenn mehr Erleichterung vorherrscht und man froh ist, dass der Druck und die Anspannung vorbei ist, aber man wird immer ein Quäntchen Sehnsucht haben und sich sehr, sehr gerne an die sportliche Karriere erinnern. Das wird ja ganz gut. Einmal gerade ausschauen Sie mir. Ja, ich hatte es alles. Zwei Tigermeister. Absteiger. Pokalsteiger in Nürnberg besiegt Dortmund im Halbfinale mächtig geärgert. Die zweite Liga dominiert. Kriege ich hier den Blick nochmal bitte, alle beide hier nochmal. Wunderbar. Super. Auf hier, Opa, sonst nicht mehr von Mama, bitte. Nochmal hier bitte. Nochmal.